Und am Weg zum Pult ist Julia Herr von der SPÖ. Danke, Herr Präsident, werte Frau Minister, Herr Staatssekretär. Zu den NEOS vielleicht gleich noch zu Beginn. Der Kollege Lorca hat uns da jetzt unterstellt, weil wir reden ja jetzt heute über die Jugendarbeitslosigkeit. Und wir reden darüber, weil es ein dringliches Thema ist und wir als SPÖ das auf die Tagesordnung gesetzt haben. Für Sie ist das unvorstellbar scheinbar, dass einem die Lehrlinge so wichtig sind, dass man das auf die Tagesordnung setzt, weil Sie haben uns da wieder irgendwas unterstellt. Das sagt aber mehr über Sie aus als über uns, weil ja, für uns sind die Lehrlinge so wichtig und ja, jetzt muss was passieren, sonst haben die im Herbst keinen Lehrplatz. Aber was ist denn die aktuelle Situation? Ja, ich mache jetzt weiter mit meiner Rede, falls das für Sie okay ist. Die Zahlen sind verheerend und von offizieller Seite im quasi klassischen Wirtschaftssprech hört man dann Wirtschaftseinbruch 7,1%. Aber was heißt das? Was heißt das auf Deutsch? Es heißt, dass ein Land seinen Jugendlichen ausrichtet, wir brauchen euch gerade nicht. Wir haben gerade keinen Platz für euch. Und sowas darf man doch bitte der Zukunft eines Landes nicht ausrichten, weil es ist falsch und es ist nicht richtig. Und wir brauchen die jungen Menschen, um eine bessere Zukunft tatsächlich zu bauen. Und das ist nicht pathetisch, sondern einfach die Wahrheit. Und warum ist es vor allem so fatal? Weil die Lehre, die du als junger Mensch nicht machst, die Arbeitserfahrungen, die du als junger Mensch nicht machst, die hängen dir ja dein Leben lang nach im Falle. Es ist bewiesen, dass du dein Leben lang weniger verdienen kannst, nur weil du in der Jugend keine Chance bekommen hast. So viel steht tatsächlich auf dem Spiel. Und da müssen wir uns einfach die Frage stellen, muss es Jugendarbeitslosigkeit geben? Muss es Jugendarbeitslosigkeit geben in diesem Land? Nein, muss es nicht. Wir wissen, Arbeitsplätze sind schwer zu schaffen. Ja, das ist klar, da verlangen wir viel von Ihnen. Frau Minister, es ist zwar machbar, aber es ist natürlich schwer. Wir haben Konzepte dafür auf den Tisch gelegt. Aber bei den Ausbildungsplätzen ist es wieder eine andere Geschichte. Da kennen wir die Baustelle, da haben wir auch die Werkzeuge schon in der Hand, noch von der letzten Krise. Wir wissen, dass die überbetriebliche Lehrwerkstätte ganz einfach eine Möglichkeit ist, dass niemand auf der Strecke zurückbleibt. Und das ist das, was wir fordern. Und natürlich ist es klar, dass vor allem das Ziel sein muss, die jungen Leute in die Betriebe zu kommen. Natürlich ist es klar. Aber für die, die es nicht schaffen werden, und das ist nur mal die Situation, weil wir befinden uns in der Corona-Krise und es gibt viele Unternehmen, die können oder wollen gerade, können wahrscheinlich gerade keine Lehrlinge aufnehmen. Na, und dann braucht es die überbetriebliche. Das ist das, was wir gefordert haben. Die Kollegin Blackholm hat vorher gesagt, die SPÖ will alle jungen Menschen in die überbetriebliche Lehrwerkstätte zwingen oder sowas. Ist schon klar, dass hier die Regierung wieder auch über diesen Antrag drüber fahren wird, aber es wäre zumindest respektvoll, sich den Antrag auch wirklich durchzulesen. Wir wollen niemanden irgendwo hineinzwingen, wir wollen nur sicherstellen, dass jeder auch den Anspruch auf einen Lehrstellenplatz hat. Und was ist es, was wir da tatsächlich brauchen? Prognostiziert wird, dass 7.000 bis 8.000 Lehrstellen fehlen werden im Herbst. Das ist doch bitte, das muss doch schaffbar sein, dass wir diese 7.000 bis 8.000 Lehrstellen tatsächlich stellen im Herbst. Da müssen Sie mir doch zustimmen, Frau Minister, dass wir 7.000 bis 8.000 Lehrstellen, das müssen wir doch gemeinsam schaffen können. Und dazu brauchen wir eben einerseits den Ausbau der überbetrieblichen, aber natürlich braucht es dazu auch die öffentliche Hand, die sich bereit erklären. Wien hat es vorgemacht, Kärnten hat es vorgemacht, natürlich muss der Bund jetzt folgen. Bitte machen Sie hier auch den nächsten Schritt. Es gibt so viel zu tun. Und deshalb komme ich jetzt auch schon zu meinem Schlusssatz. Es muss keine Jugendarbeitslosigkeit geben. Schon gar nicht in einem der reichsten Länder der Welt. Das sind wir allen jungen Menschen schuldig. Das ist machbar. Wir haben die Werkzeuge in der Hand. Es liegt jetzt am politischen Willen hier in diesem Haus. Ich bitte eigentlich nicht, ich fordere Sie auf. Es muss möglich sein, 7.000 bis 8.000 Lehrstellen zu schaffen. Dankeschön. Denn genau diese 7.000 bis 8.000 Lehrstellen würden im Herbst Corona-bedingt fehlen, betont Julia Herr von der SPÖ. Wir sind mitten oder eigentlich schon gegen Ende der Debatte rund um einen dringlichen Antrag der SPÖ zu einer Lehrstellengarantie. Und